Farengar. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht sie in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Aha. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet. Och, wir haben gar nicht eine gefährliche Ruine nach Bärenklauen gesucht. Ah, ihr seid kein einfacher Söldner, ein Denker. Vielleicht sogar ein Gelehrter? Nun, als die Geschichten über die Drachen das erste Mal die Runde machten, taten viele sie als Hirngespinste oder Gerüchte ab. Unmöglichkeiten. Einen Dummkopf erkennt man daran, dass er alles abtut, was er anhand seiner eigenen Erfahrungen nicht erklären kann. Doch ich begann nach Informationen über die Drachen zu suchen. Wohin verschwanden sie vor all diesen Jahren? Und woher kommen sie nun? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz Hügelgrab liegen soll. Auch nicht da schon wieder. Mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Da waren wir doch schon. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ödsturzhügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Da haben wir die Bärenklauen-Quest gemacht. Ugh. Es ist ein altes Grab, das von den Nord errichtet wurde. Möglicherweise stammt es aus der Zeit vor dem Drachenkrieg. Ah, vielleicht wollt ihr ja nur wissen, wie ihr dorthin gelangt. Mir war klar, dass wir da es liegt hinkommen. In der Nähe von Flusswald, einem erbärmlichen kleinen Dorf, ein paar Kilometer südlich von hier. Die Einheimischen können euch sicher den Weg weisen, wenn ihr dort seid. Nun, man muss seine Berufsgeheimnisse wahren, nicht wahr? Ich habe meine Quellen. Verlässliche Quellen. Es überrascht mich nicht, dass ihr nie davon gehört habt. Selbst ich hielt ihn für einen Mythos. Aber jetzt nicht mehr. Der Drachenkrieg hat wirklich stattgefunden, auch wenn wir so gut wie nichts über die eigentlichen Geschehnisse wissen. Vor langer Zeit, in der mythischen Ära, wurden die Drachen in Himmelsrand als Götter verehrt. Viele der gewaltigen Ruinen, die noch immer die Landschaft zieren, wurden als Tempel zu Ehren der Drachen errichtet. Genaueres ist nicht überliefert, doch eines Tages rebellierten die Nord. Nach einem langen und grausamen Krieg stürzten sie ihre Drachenherrscher. Oh nein, natürlich wurden viele getötet. Andere hingegen sollten noch lange leben. Dieser Palast wurde sogar von einem Vorfahren Balgruufs als Gefängnis für einen Drachen errichtet. Daher auch der Name Drachenfeste. Ich glaube schon, ja. Technisch gesehen natürlich. Es gibt in der Stadt auch einen Priester, eine Priesterin, einen Alchemisten und vermutlich noch andere, die sich der Magie bedienen. Ach, wo wir gerade von Alchemisten sprechen. Ich habe Frostsalze für Arcadia. Sie braucht sie für einen ihrer Zaubertränke und bat mich, sie ihr zu besorgen. Aha. Wärt ihr vielleicht so nett, ihr die Frostsalze zu bringen? Arcadia wird euch sicher dafür belohnen. Gut. Ihr eignet euch eindeutig besser als ich für eine so niedrige Tätigkeit. Ja. Auf zum Ölsturz-Hügelgrab mit euch. Alles, was wir verwenden können, um diesen oder diese Drachen zu bekämpfen. Wir brauchen es so schnell wie möglich, bevor es zu spät ist. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Dank guter Vorbereitung und beständiger Wachsamkeit. Mein Hofzauberer Farengar forscht unermüdlich nach Wegen, diese Schreckenswesen zu vertreiben. Wir benötigen auch genügend Wasserreserven, um die Feuer bekämpfen zu können, die sich nach einem Angriff unweigerlich ausbreiten werden. Doch unsere wirksamste Waffe? Der Mut. Denn sollten wir es nicht schaffen, die Bestie zu töten, müssen wir zumindest den Willen aufbringen, sie zurückzutreiben. Bis tapfere Helden erscheinen und diese Monster vernichten, ist dies alles, was wir tun können. Wenn ihr damit den Krieg meint, ich stehe auf der Seite von Weißlauf. General Tullius und seine Freunde im Kaiserreich werden euch erzählen, dass ich ihnen meine Loyalität schulde. Und vielleicht stimmt das. Ulfric Sturmmantel wäre wohl der Ansicht, dass ich dem Volk der Nord verpflichtet bin,
da sie für Himmelsrands Unabhängigkeit kämpfen. Vielleicht ist auch das richtig. Der Tag mag kommen, an dem ich gezwungen bin, mein Schwert für die eine oder die andere Seite zu ziehen. Doch dieser Tag ist noch nicht da. Er dachte zweifellos, nur so würde seine Botschaft verstanden. Außerdem tat er es, weil er es konnte. Weil er es kann. Genau. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu führen. Sie wird sich ganz gewiss als äußerst nützlich erweisen. So, Ursturzgrübel gab. Erfolgreich sein wird euch ein Belohnung zuteil. Und Weißlauf wird in eurer Schuld stehen. Ja, ich hoffe, einiges haben wir jetzt. Und ein Pferd. Wartet! Ich kenne euch. Ihr müsst euch irren. Okay, da hinten. Wir sind doch schon einem Haus vorbeigekommen. Okay, der dran stand. Na klar, ja. Kadias Kupferkessel. Ihr müsst jetzt wirklich gehen. Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Ah, wunderbar. Ich brauche die Salze für ein besonderes Gebräu, an dem ich arbeite. Einen einzigartigen Liebestrank. Vielleicht probiere ich ihn zuerst an Farengar aus. Oh, ihr erwartet vermutlich eine Art Belohnung. Das ist gut. Diese Zaubertränke sollten genügen. Zaubertrank Illusion. Aha. Steigert Ausdauer, ja. Sehr schön, sehr, sehr hilfreich. So etwas in der Art. Ich wurde zwar nicht offiziell in der Schule der Wiederherstellung unterrichtet, aber etwas Ebenbürtigem. In diesen Mauern habe ich alle nötigen Zutaten, um einen Zaubertrank gegen so gut wie jedes Leiden zu brauen. Aha. Hätte ich einen Septim für jeden Fall von Felsenhaxe oder Sinnesfluch, den ich seit der Eröffnung dieses Ladens geheilt habe, wäre ich jetzt eine reiche Frau. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Ich sehe da rote Tränke. Können wir den uns leisten? Haben wir es einfach genommen? Nein, nein. Jetzt hier raus. Den haben wir jetzt nicht geklaut. Jetzt sind wir 5. Ein Zaubertränker. Na dann, zurück zum... wo wir schon mal waren. Den Drachenstein. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Euch zurück nach Flusswald zu schicken. Ja, Ruskal. Dann machen wir das mal. Okay, jetzt können wir gebrauchen.
Auf geht's zu neuen Questen. Habe ich denn kein Schwert ausgerüstet? Achso, es sind erst zwei Händler, deswegen. Das Schild können wir nicht tragen. Okay. Zurück nach Flusswald. Können wir Schnellreise machen? Das wäre mal gut. Schnell nach Ulstor zugegangen. Und das war doch hin, oder? So, das, wo wir hin sollen. Den Drachenstein. Ulstor zugegangen. Verdammt. Here we go again. Okay, am allerheiligsten. Zum Glück haben wir die Leute hier schon besiegt. Und nicht mehr so viel Widerstand. Gelootet haben wir auch schon. Deswegen einfach durch hier. Kennst den Weg. Okay, da müssen wir hin. Zum Glück sind nicht mehr so viele Hindernisse auf dem Weg. Ich glaube, die Spinne müssen wir noch mal besiegen. Die haben wir noch nicht getötet. Jo, da ist er. Da auch. Oder auch nicht. Ich hau lieber ab. Den Gegner, den wir vorbeigelaufen sind. Ja, die hauen jetzt ab. Sehr gut. Okay, dann ist gekillt. Verdammt.
Dabei hat das Schwert ungefähr die gleiche Stärke wie das, mit dem wir schon mal hier durchgerannt sind. Plus zusätzlich die Fähigkeit, dass die hier und Toten abhauen. Komm, das habe ich schon mal geschafft. Wenn ich jetzt auch noch mal durchrennen können. Schnell in der Stunde vorbei. Ist nämlich wieder intakt. Ist wieder gesund. Da haben wir natürlich schon reingeguckt. Na toll, steht im Weg. Komm, mach's Platz. Verdammt. Ich brauche mal ein bisschen Zaubertrank. Der macht nicht mehr lang. Wie sieht's mit den Schwertern aus? Oh, auch kein schlechtes Schwert. Stecken wir mal ein. Nicht so gut wie das, was wir haben, aber kann man teuer verkaufen vielleicht. Natürlich schon gelootet. Okay. Da müssen wir hin. Wieder mit demselben Ort, wo wir schon mal waren. Dein Schwert. Ja. Das war die. Das Schwert, was wir mitgenommen haben. Wenn sie Notkriegshammer macht, natürlich mehr Schaden. Sie macht mehr Schaden, aber der hat dieses. Also gerade bei den Untoten, warum war das jetzt hier? Die Untote fliegen. Das macht das ist sehr gut. Ansonsten anderen kämpfen, wo das andere Schwert wieder rausnehmen. Bin Untoten macht das Sinn. Alter Notzweihänder, der macht definitiv mehr. Können wir aufstatten, wenn wir wieder raus sind. Hier waren wir schon mal. Ich
endlich mal besiegen. Bogenschütze. Endlich können wir sie auch mal besiegen. Nice. Nein. Da haben wir doch schon einen. Haben wir noch einen Trank? Jetzt kann man hier, die haben wir schon. Den Bosskampf haben wir, glaube ich, auch gelassen. Er hat wahrscheinlich den Drachenstein. Den werden wir besiegen müssen. Nein. Der ist zu stark für uns. Ja, definitiv. Vielleicht können wir uns an ihm vorbeirennen. Schleichen würde ich sagen, aber... Ach, dich hatten wir doch schon. Die sterben. Oder verpisst euch. Können wir jetzt eigentlich nicht gebrauchen. Wir brauchen Ausdauer. Stiegen Ausdauer. Der Balken ist größer geworden bei der Ausdauer. Vielleicht bilde ich sie mir auch nur ein. Was war da? Verdammt. Nur einen Stein einfach klauen und... Sieger Seelenstern. Nein. Hat er den Stein im Inventar oder was? Das will ich nicht hoffen. Müssen wir ihn ja wirklich besiegen. Oh nein. Auf die Map. Ich hab's befürchtet. Mit den Drachenstein. Wie sollen wir das schaffen? So gut sind wir nicht, den zu besiegen. Yeah.
ist immer ein bisschen, ja. Puh. Verteidigung wäre mal nicht schlecht. Dann nehmen wir dann das andere Schwert oder die hier. Warte, wir haben doch was mit 20 Schaden im Winter. Der Hammer hat 20 Schaden. Steigt zwar schwerer zu, aber ich damit Schaden machen kann. Eine kleine Heilung haben wir noch. Versuchen wir es mal. Ein bisschen blocken können wir auch mal. Ja, wir sind echt zu schlecht. Okay, der ist auch schon ein bisschen runter. Ja, aber wir. Es ist. Ja. Bessere Rüstung würde helfen. Ich kann es noch ein paar Mal versuchen, aber naja. Es hatte einen Grund, warum ich da beim ersten Mal geflohen bin. Es ist alles nur optische Sache. Sitzen Schaden, dafür sind wir schneller. Ich meine, der Hammer, der ist schon gut, aber damit sind wir halt nicht. Können wir schlecht zuschlagen. Ausweichen müsste man können. Blocken müsste man können. Oh.
Amt. Schnell zurückziehen. Verdammt, er ist auch schon gut down. Verdammt! Das kriegen wir hin. Nein! Ich hab's mal mit dem Bogen versucht. Wir haben ihn mit Fernkampfwaffe besiegt. Drachenstein. Fantastisch. Ja, manchmal ist Fern- und Bogen eine effektive Waffe. Haben wir geschafft. Fünf Frostschaden. Okay, dann nehmen wir das als neue Waffe. Gesegnet zwei Hände, der ist ja jetzt. Tolle neue Waffe. Wir dieses Phosphor da auch mal lernen könnten. Ich weiß, dass das geht, früher oder später. Das wäre ganz nice. Und wir brauchen Trinkstärke-Rüstung. Ich habe euch das ein bisschen zusammengeschnitten. Die Kampfversuche. Der ist jetzt, glaube ich, das ist nicht schlecht. Frostschaden auf Gesundheit und Ausdauer. Das ist echt, kann man gebrauchen. Den Drachenstein haben wir jetzt. Würde ich mal sagen,
Schnellreise. Zu Drachenfeste.